Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Ich muss euch leider etwas mitteilen. Es ist unsere 50. Sendung. Wir haben 50 Videos mit diesem, wenn wir dies hier fertig haben, im Netz stehen. Das ist der Hammer. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Als ich vor 5 Monaten mit den Videos angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich Silvester oder einen Tag vor Silvester die 50. Sendung mache. Deshalb machen wir heute ein etwas aufwendigeres Video mit ein bisschen mehr Sachen. Ja, dann lass uns mal beginnen. In aller Feel is blue. Ja, so, heute machen wir Gurkensalat und Mango. Dann brauchen wir ein Mango, Gurke, rote Zwiebel, Limetten, Chili, braune Zucker, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Okay. So, jetzt zähle ich die Mango. So, Schatzi, dann lass uns mal anstoßen auf unsere 50 und die nächsten 50. Prosit! Okay, so, was hast du denn jetzt schon gemacht? Du hast die Gurke geschält? Die Gurke, ja. Und klein geschnitten. Genau. Die Mango hast du geschält? Ja. Und jetzt mache ich klein. Schneide ich einfach durch. Hier, das mach mal lieber auch so lecker. Ja. Also, du schneidest die Mango klein. Genau. So, jetzt schmeiße ich alles in der in die Schale hinein. Ja, genau. Alles klar. Okay, dann willst du jetzt mal eben mit einem Löffel die Kerne aus der Gurke entfernen? Genau. So wie ich das mit der Chili mache? Ja. Super, so. Das geht ja gut. Sehr gut. So, wir haben jetzt hier in der Schüssel drin die Gurke und die Mango schön klein geschnitten. Und jetzt schneidest du die kleine niedliche Chili da klein. Genau. Und damit du die Schärfe von den Fingern wieder runterkriegst, machst du dir Öl an die Finger. Genau. Na. So. Dann mache ich so ein bisschen richtig dünn geschnitten. Schneide ich richtig dünn. Okay. Oh, das ist echt scharf. So, die Chili ist da schon drin, besonders fein gehackt. Ja. Und jetzt kommt da halt noch eine Zwiebel rein. Ja, die Zwiebel schneide ich auch ganz fein. Aber ich kann einfach nicht richtig fein machen. Ja. Du musst mal den Kameramann fragen, ob der das macht. Ja, der macht richtig. Der Kameramann, der macht heute andere Sachen. Stimmt. Der steht heute nicht vor der Kamera, jedenfalls noch nicht. Der Kameramann hat da hinten einen großen Topf auf den Herd gestellt und macht da heißes Wasser. So, fertig. Dann schmeiße ich in die Schüssel. Du hast jetzt nur eine halbe Zwiebel in den Salat, genau. Okay. Und jetzt kommt. Und dann kommt die Limette. Die aussieht wie eine Zitrone, aber eine Limette ist. Mhm. Dann. Und die drückst du da jetzt einfach rein. Genau. Also, Kameramann ist ja ein geiler Job, ne? Man kann sich hier auf den Stuhl setzen, gemütlich. Und lässt die Akteurin machen. Stimmt. Jetzt hast du da braunen jetzt Zucker. Jetzt kommt die braune Zucker. Okay, du hast da jetzt eine ganze Limette noch reingetan und jetzt tust du da 2 Teelöffel braunen Zucker rein. Braunen Zucker, genau. 2 Teelöffel. Teelöffel? Ja. Okay, das ist ja nicht so mega viel. So, dann umrühren. Rühre ich
den Salat und dann kommen die Olivenöl. Und wie viel? 2 Löffel. Okay. 1 und 2. Jetzt mache ich ein bisschen Salz. Und Pfeffer. Super. So. Und das war's. Jetzt. Die Salat ist schon fertig. Ja, probier nochmal. Dann kannst du uns ja schon mal erzählen, wie der denn so ist. Mach ich. So. Leicht scharf. Bisschen Säure von der Mango, top, richtig lecker. Ja, klasse. Ja. Ja, dann kann ich ja jetzt weitermachen. Genau. Okay. So, jetzt stehe ich wieder an dieser Seite. Ich habe hier 2 wunderschöne Hummer. Ich habe mir da schon heißes Wasser gekocht. Da müssen die jetzt nacheinander, weil ich glaube, mein Topf ist nicht groß genug, jeweils 5 Minuten rein. Und damit sie nachher auch schön durch sind, wenn wir sie auf dem Grill getan haben. So, Nummer 1. Ich brauche mal was zum Unterkühlen. Wunderbar. So, dann wollen wir mal den zweiten auch in den Topf reintun. Ich kaufe mir demnächst größere Töpfe. Also wenn ich mehr Hummer machen muss, soll und ihr in den Kommentaren sagt, Frank, mach mal mehr Hummer, dann kaufe ich mir größere Töpfe. So, der braucht jetzt auch wieder 5 Minuten, so wie sein Kollege, der liegt hier schon. Den haben wir jetzt eben schon mal 5 Minuten abgekocht. Jetzt ist er auch richtig schön rot. Das muss man halt einfach machen, damit der, wenn er nachher auf dem Grill ist, auch richtig schön durch wird. Und dann werden wir ihn gleich weiter bearbeiten. Okay, also, mein Hummer ist fertig. Hier habe ich schon mal ein bisschen Butter reingetan. Die löse ich mir jetzt hier gerade auf. Jetzt nehme ich mir hier mal den Freund raus. Den lasse ich jetzt mal einen Hauch abkühlen, sonst versengle ich mir hier die Finger. Der andere ist ja jetzt schon ein bisschen kühler. Und den werde ich jetzt gleich mal eine Runde aufschneiden. Hier in die Butter. Ich nehme jetzt einfach so ein bisschen Zitronengeschmack aus der Plastikzitrone. Mache ich hier einfach mal ein bisschen was rein. Lass das Ganze jetzt ein bisschen flüssig werden und damit kann ich dann nachher schön meine beiden Hummer beträufeln. Ich nehme jetzt mir mein großes Messer und setze das hier oben an und schneide den jetzt einmal hier quer auf. Dann drehe ich ihn mir um und schneide den Hummer jetzt einmal komplett zur Hälfte auf. Dann muss ich da gleich die Leber rausmachen und die ganzen Eingeweide so ein bisschen. Und dann können wir den gleich auf den Grill packen. Vorher muss ich aber gleich hier nochmal die großen Scheren aufhacken, so ein bisschen, damit da die Luft rauskommt und auch das Wasser, was da jetzt reingelaufen ist, verschwinden kann, wenn es gleich auf den Grill kommt. Wir haben ihn jetzt ein bisschen sauber gemacht. Ne? Jetzt ist das hier alles raus, die Galle, die ganzen Eingeweide. Jetzt nehme ich mir mein Messer und knack hier so ein bisschen die Muscheln, die Scheren. Ach so, dass die Wasser rauskommt. Richtig. So, dann werde ich jetzt den zweiten, ups, der ist noch ganz gut warm, mal eben klein schneiden. Aber der ist schon eine ganze Ecke einfacher klein zu schneiden als mein Lobster Heiligabend. Der war schon eine ganze Ecke fester. So, jetzt müssen wir den wieder sauber machen, genauso wie den anderen. Und dann geht es gleich weiter an den Grill. Ich pinsel jetzt ein bisschen von meiner Zitronenbutter hier hinten auf den Schwanz.
Oh, wer will schon Zitronenbutter auf dem Schwanz? Eigentlich keiner. Na gut, aber das ist eine andere Nummer. Und dann tue ich die jetzt einmal so rum, also ich sag jetzt mal aufs Gesicht da rein. Dann, wenn die von hier schon mal ein bisschen Röstaromen kriegen, dann drehe ich sie um. Und dann können wir hier ein bisschen mehr mit der Butter noch agieren. So, dann wollen wir mal. So, die ersten zwei Hälften liegen. Und die zweiten tue ich jetzt drauf. So, ich habe sie jetzt einmal umgedreht. Jetzt werde ich gleich noch mal ein bisschen Butter nehmen und werde da schön auf das Fleisch die Butter machen. Ich habe das alles so rumgedreht, dass da jetzt schön die Scheren im heißen Bereich des Grills sind. Und ja, dann schätze ich mal so, in 5 Minuten sind die auch fertig. Dieser Salat ist einfach die Höhe. Er hat so ein bisschen Süße, ein bisschen Schärfe und ist einfach nur geil. Und ich habe hier meinen Mund voll. Sorry. Ich würde sagen, die sind jetzt mal fertig. Mein Brot da oben sieht auch tippitoppi aus. Ich tue die jetzt mal auf den Teller und dann geht das hier mal richtig ab. Sieht richtig, richtig geil aus. Ja, finde ich auch. Hier ist die andere. Der andere. Wunderbar. Hier hinten das Fleisch sieht top aus. Das müssen wir dann gleich knacken. Dafür gibt es auch spezielle Gabeln. Ziehe sie schon. Hier ist die andere. Das sind so Gabeln, die haben vorne so einen Haken. Und da kann man sich klasse die Sachen aus den Scheren rausholen. Die braucht man definitiv dafür. Klasse. Ja. Ich würde dieses Video jetzt beenden. Ich hole jetzt gleich noch das Brot rein. Wir haben unser Salat hier dabei. Unser Hummer. Wir haben da natürlich noch mehr Salat stehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen, schreibt uns. Dann wünschen wir euch einen guten Rutsch. Dieses Video werde ich morgen Vormittag auch hochladen. Und dann sehen wir uns in 2020. Und tschüss sagen. Tschüss. Und Frank von Wir kochen was. Tschüss.